Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit der 15. Mission. Tante 4 oder Tante 4, Beschaffung der Pläne. Lord Vader spürt, dass die Pläne sich an Bord eines Konsularschiffs auf dem Weg nach Tatooine befinden. Dann würde ich mal sagen, Attacke. Aus den Informationen von Polis Massa schloss Vader, dass die gestohlenen Pläne bei Prinzessin Leia Organa von Alderaan waren. Das überraschte uns nicht. Trotz des Geredes, es sei ein friedlicher Planet, blickte Alderaan seit Jahren auf das Imperium herab. Nach einer kurzen sinnlosen Schlacht enterten wir das Schiff, die Tente 4 über Tatooine, begannen mit der Suche nach den Plänen und warteten auf die Ankunft Lord Vaders. Okay. So, einmal die, ja, der normale Sturmtruppler. Lord Vader hat die imperialen Pläne zu Botschafterin Organa zurückverfolgt. Holen Sie die Pläne und bringen Sie die Botschafterin zu Lord Vader. Lebend. Nehmen Sie den Kasernenkommandoposten ein. Er dient uns als Ausgangspunkt unseres Angriffs auf das Schiff. Okay. Okay, das beginnt schon mal richtig gut. Oh, verdammt. Oh, das beginnt ja richtig gut hier, der Start. So, den einen Kommandoposten muss ich einnehmen. Ah, verdammt. Ah. Ich bin an überlegen, ob ich nicht zum Techniker wechsle. Okay, der Scharfschütze macht seinen Job. Oh. Ach komm. Knüppelhart der Start. Aber ich denke mal, sobald ich Fuß gefasst habe, sollte es auf jeden Fall angenehmer gehen. Okay, das ist der Gonk-Droide. Boah, Granate. Also schnell weg, Granate. Ah, kein Bagdad-Tank. Ah, verdammt. Begeben Sie sich zum Technikraum. Begeben Sie sich zum Technikraum. Machen Sie schnell. Okay. Oh. Hier spricht Lord Vader. Rebellen, aufschalten! So. Wir müssen die Sicherheitsterminals auf der Brücke ausschalten, bevor wir Zutritt zum Rest des Schiffes haben. Zerstören Sie die Sicherheitshauptrechner im Technikraum, um Zugang zum Maschinenraum zu bekommen. Okay. Das war Lord Vader persönlich. Deine Stärke ist nichts im Vergleich zu Lord Vader. Aufpassen! Sachen hochjagen wird nie langweilig. Achten Sie auf die Blaster! An den Seiten! So. Feuer wieder! Oh, die Tickets schwinden langsam. So. Wir brauchen die Zugangscodes für das Schiff, um zu den Rettungskapseln zu gelangen.
Gehen Sie zum Maschinenraum und laden Sie die Codes aus dem Sicherheitsterminal auf Ebene 2. Sichern Sie die Zugangscodes und bringen Sie sie zum Sicherheitsterminal im Technikraum. Dann bekommen wir Zugang zum Rest des Schiffs. So, okay, ich muss mich echt beeilen, weil die Tickets, die sinken so dermaßen. Das ist nicht mehr feierlich. Deaktivieren Sie die Turbine, damit wir zum Terminal können. Okay, ach hier. Deine Stärke ist nichts im Vergleich zur dunklen Seite. Bringen Sie die Zugangscodes zum Tech-Raum-Terminal. Okay. Eine Niederlage kommt nicht in Frage. Ja, ich weiß. Deine Reserven nehmen beängstigend ab. Wie komme ich jetzt hier weg? Ach, hier. Ja, okay, der Start, der hat mich schon so viel gekostet. Und Tickets. So. Gute Arbeit. Jagen wir jetzt diese Rebellen aus den Fluchtkapselbereichen und sichern den Rest des Schiffes. Nehmen wir Prinzessin Leia gefangen, bevor sie flüchten kann. Finden Sie Prinzessin Leia, nehmen Sie sie gefangen und bringen Sie sie zu Lord Vader. Dann finden wir heraus, was sie über die Rebellion und die gestohlenen Pläne weiß. So, okay. Wo muss ich auch hin? So, jetzt muss ich halt die Prinzessin finden. Okay, jetzt, aber das Schiff ist ja so groß. Ich muss auf meine Gesundheit achten. Ach, verdammt. Truppenverstärkung ist nicht mehr verfügbar. Wir konnten die Todessternpläne nicht sichern. Es ist getan, mein Gebieter. Eine Niederlage. Okay, das Startfeld ist schon ziemlich hart. Aber gut. Nein, ich möchte nicht speichern. Ja, okay, das speichere ich. Nochmal das Ganze. So, Lord das Vader kennen wir. Hat die imperialen Pläne zur Botschafterin Organa zurückverfolgt. Holen Sie die Pläne, bringen Sie die Botschafterin zu Lord Vader. Oh, das beginnt echt schon hart. Ah, was war das denn jetzt? Ah, Thermaldetonator, okay. Ja, der Start ist schon ziemlich hart halt. Alleine hier kaum geht die Sprengtür auf. Oder kaum wird die Tür gesprengt. Schon wird hier, sag mal, schnell. Erstmal eine Rakete reingehalten. Okay.
einen Bagdad-Tank mal nehmen? Was? Kämpfen? Das geht gar nicht. Begeben Sie sich zum Technikraum. So, dann würde ich das Ganze als Vader spielen natürlich. Natürlich muss ich mich beeilen. Wir müssen die Sicherheitsterminals auf der Brücke ausschalten, bevor wir Zutritt zum Rest des Schiffes haben. So. Sachen hochjagen wird nie langweilig. Na? Wir brauchen die Zugangscodes für das Schiff, um zu den Rettungskapseln zu gelangen. Gehen so. Sie zum Maschinenraum und laden Sie die Codes aus dem Sicherheitsterminal auf Ebene 2. Damit wir zum Terminal können. So, okay. Bringen Sie die Zugangscodes zum Tech-Raum-Terminal. So, schnell zum Technikraum. Ich bin ah, verdammt. Fertig, mein Gebieter. Aber direkt um die Ecke. Stopp, guck mal. Bringen Sie die Zugangscodes zum Tech-Raum-Terminal. So, schnell die Zugangscodes. Gute Arbeit. Jagen wir jetzt diese Rebellen aus den Fluchtkapselbereichen und sichern den Rest des Schiffes. So, nehmen wir Prinzessin Leia gefangen, bevor sie flüchten kann. Ah, verdammt. Ja, die Frage ist, wo muss ich genau hin? Fluchtkapselnbereich, okay. Der Imperator nimmt eine Niederlage nicht hin. Unsere Reserven nehmen beängstigend ab. Ups. Ne, hier ist sie nicht. Das ist der Maschinenraum. Okay. Okay, die Tür ist zu. Da komme ich nicht weiter. Okay. Ja, ich weiß. Okay, ich zieh mich schon mal schnell mal zurück hier. Wow! So, finden Sie Prinzessin Leia und nehmen sie gefangen. Okay. Okay, böser Treffer.
muss die doch sein. Hier in dem Bereich ist sie nicht. Oh, schnell weg. Ach, hier ist sie. Ah, okay. Runter! Die Verstärkung ist nicht mehr verfügbar. Wir konnten die Todessternpläne nicht sichern. Okay. Jetzt habe ich die gefunden. Ach. Na gut. Ja, okay. Dann nochmal Attacke. Alle Dinge sind 3. Lord Vader hat die imperialen Pläne zur Botschafterin Organa zurückverfolgt. Holen Sie die Pläne und bringen Sie die Botschafterin zu Lord Vader. So, schnell durchrennen. Boah, das ist aber Party. Schnell einnehmen. Begeben Sie sich zum Technikraum. Okay, das spiele ich direkt bei Lord. Ne, das spiele ich direkt mit Lord Vader. Damit kann ich euch zu Diensten sein, mein Lieber. So. Wir müssen die Sicherheitsterminals auf der Brücke ausschalten, bevor wir Zutritt zum Rest des Schiffes haben. Schnell noch die ganzen Terminals zerstören. Codes für das Schiff, um zu den Rettungskapseln zu gelangen. Gehen Sie so, zum Maschinenraum und laden Sie die Codes aus dem Sicherheitsterminal auf Ebene 2. Ja, ja, ihr kleinen Rebellen. Deaktivieren Sie die Turbine, damit wir zum Terminal können. So. Spüre die Macht der dunklen Seite. Bringen Sie die Zugangscodes zum Tech-Raum-Terminal. Zack. So, das war's mit dir. Arbeit. Jagen wir jetzt diese Rebellen aus den Fluchtkapselbereichen und sichern den Rest des Schiffes. So, Fluchtkapselbereich, da ist sie doch. Flüchten kann. Der Tag gehört uns. Gut gemacht, Männer. Das war's. Ah, die Mission ist so kurz, aber Dampfer ist schwer. Nachdem Lord Vader Prinzessin Leia in Gewahrsam genommen hatte, dachten wir, mit der Zeit würde sie die Pläne rausrücken. Viele von uns waren schon unfreiwillig Zeugen von Vaders Überredungskünsten geworden. Dass eine verwöhnte kleine Prinzessin seinem schrecklichen Willen widerstand, war unfassbar. Ja, das ist wirklich unfassbar. Aber man merkt es echt an, die Mission ist so kurz gehalten. Ich glaube, die wäre in, wenn man halt diesen Start ohne Probleme schafft,
glaube, in 5 Minuten fertig. So. Dann einmal speichern. Zack. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der 16. Mission. Yavin 4, Vaders Faust schlägt zurück. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.